Das Bundeslandwirtschaftsministerium gratuliert Ascher zum Gewinn im Wettbewerb Bioenergie-Kommunen 2016. Das bayerische Bioenergiedorf Ascher mit 1600 Einwohnern hat beim Strom einen erneuerbaren Anteil von über 250%. 174% davon stammen aus Biomasse. Auch bei der Wärmeversorgung sind Erdöl, Gas und Kohle weitgehend passé. Ein Biomasseheizwerk, ein Holzvergaser, eine Biogas- und viele Solarthermieanlagen erzeugen die Wärme. Bei der Energiewende ziehen Kommune, örtlicher Energieversorger, Schulen und Bürger an einem Strang. Die Gemeinde war die erste im Landkreis mit einem Biomasseheizwerk. Sie stellte öffentliche Dachflächen für Bürgersolarkraftwerke bereit, die Bürger investierten. Schulen führten Energieeinsparprojekte durch. Und wer ein Niedrigenergiehaus baut, zahlt weniger für das Baugrundstück. Energieeffizienzmaßnahmen haben in Ascher ohnehin einen hohen Stellenwert. So rüstete die Gemeinde die öffentliche Beleuchtung auf teilweise solarbetriebene LEDs um. Künftig will man sich verstärkt dem Thema erneuerbare Mobilität widmen. Eine Elektrotankstelle und ein Elektrofahrzeug für das Dorf und die Verwaltung sind bereits vorhanden. Der Strom soll aus den örtlichen Photovoltaikanlagen kommen.